Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Mirn-Bande. Wir sind mit der 49. Folge. Morgens die 50. und heute ist der 3.11. Und ja, wie ihr hört, meine Stimme ist immer noch im Arsch. Ich habe immer noch Husten wie Sau, es tut mir echt leid. Na, Schnupfen auch und ich hoffe, das wird nicht das Spiel überwiegen. So, es ist schon relativ spät wieder, aber trotzdem machen wir unsere Challenge. Morgen werde ich ein bisschen mehr aufnehmen, morgen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und hoffe, geht es mir auch morgen ein bisschen besser. Spielen gegen den Zerg. Auf der Fundgrube LE. Und mal gucken, wie es heute klappt mit dem Spielen. Ob meine Reaktionen wieder alle zurück sind, ob es all drum dran. So, wir machen auf jeden Fall unten dicht. Ihr habt nicht Gucken genügend gleich mal, was der Zerg macht. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da bin ich etwas zu früh runter, aber es ist nicht schlimm. So, sieht alles bis jetzt gut aus. Da kam Olaf gerade rüber geflogen. Keine Hexe, also pull first. Gucken, wie früh der Pool ist. Ah, geht eigentlich noch. Ist aber früher als erwartet, deswegen nehmen wir auch gleich hier. Machen wir gleich die Bude dicht. Dass wir natürlich nicht durchkommen. Deswegen nehmen wir unser Ex auch etwas später. Weil wir erstmal uns hier abseiten müssen. Nee, das war richtig. Ich denke, wir werden nämlich gleich rüberkommen. Mit mindestens ein paar Lingen. Kennen. Und werden jetzt gleich erstmal sparen für unsere Echse. Gucken, ob sie selbst eine Echse hat. Nö, hat halt einen Haufen Linge. 6 Stück. Gucken, ob es mehr werden. Lecken wir noch ein bisschen ab. Dass die Kenne fertig wird. Also wirklich nur 6 Stück. Kommt auf jeden Fall nicht rein. Von Adepten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und wir können. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sind auf jeden Fall absolut safe. So, wie sieht es aus mit Chrono Boost? Einmal können wir. Ich weiß gar nicht, ob es hier offen ist. Stellen doch rausnehmen. So. Nehmen auf jeden Fall noch ein Stargate jetzt dazu. Die Erstgeborenen werden reingescoutet. Ja, Exekutor. Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. Rajur wird er noch. Mich nervt, dass er das jetzt alles sieht. Na, ja, im Epilon vergessen, also sieht nicht so gut aus. Absolutes Problem kriegen mit Roaches. Nun gut. Forschung abgeschlossen. Müssen gucken, was er gebaut hat.
Ganz wichtig. Vorwärts. Verdammt viele Linge. Verdammt viele Linge. So soll es geschehen. Niemand kann uns aufhalten. Verdammt viele Linge. Dafür hat er aber nichts weiter. Vielleicht Banelinge. So, gucken wir mal, ob er eine dritte hat schon. Aber ich glaube nicht, bei so vielen Lingen hat er keine dritte. Doch, hat er. Der Feind hat uns entdeckt. Okay. Teleportation erfolgreich. Hydras, okay. Ihr benötigt mehr Wissen. Wieso wenig Gas? Ach, weil ich Gas nicht genommen habe. Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt. Wir müssen auf jeden Fall rausgucken. Ihr benötigt mehr Wissen Gas. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Stränge des Schicksals liegen bei Ihnen, sucht Führung. Also ich werde jetzt eine Echse nehmen und ordentlich Gas zuzufügen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich hab Pylonen gebaut ohne Ente. Ja. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bisschen hinten dran gerade. Mineralienfeld erschöpft. Hat echt schon viele Linge. Ihr habt nicht genügend. Ehre. Nicht genügend Mineralien. Wir deuten. Müssen uns auf immer ein bisschen drauf vorbereiten. Das muss ich eigentlich noch nicht zeigen. Kommt jetzt entscheidend, also nicht viel. Das Zeitfenster ist klein. Kommt. Extrapoliere Stränge. Brauchen wir den Koloss. Die Erstgeborenen werden auf sie. Den zweiten Raum auch. Die Erstgeborenen werden auf. Ist hier irgendwo. Ich habe nichts gegen Bodenkram. Mineralienfeld erschöpft.
den Dai Lam. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Upgrades langsam. Quatsch. Ich brauche mehr Orakels noch. Ach, ich habe echt Probleme mit Pylonen bauen jedes Mal. Ich muss mich beeilen, weil nicht, dass er gleich hier mit Dings kommt. Lockern. Achso, das eine hab ich schon erforscht. Na geil. Wieso baut der... Fuck. Das ist nur einer, aber trotzdem. Ein Lurker. Archons. Ihr habt nicht genügend Mineral, nicht genügend Energie. Mineralienfeld herrscht. Das bräuchte ich nicht. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Shit. Das Zeitpunkt. So, Orakel muss dafür auf jeden Fall nicht in meiner Hauptarmee sein. Der ist Weg ist klar. Nasuk Tai. Ich verstehe. Unsere Schicksale sind vereint. Okay, ich brauche Flieger. Upgrade durchgeführt. Mein Leben für Ajur. Kassa, die Templari. Ihr benötigt Kassa, die Templari. Ich brauche noch Overseer. Observer meine ich. Viel mehr Mortals. Allen drum dran. Upgrade durchgeführt. Ich bin hier. Forschung abgeschlossen. Ach, ich bin auf Maximum. Na geil. Feindkontakt.
Hier ich schon bauen? Ja, die kann ich schon bauen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ja. Nicht gegen Energie. Upgrade durchgeführt. Wir stehen frei. Prismakern online. Vespin-Geysir erschöpft. So, wir bauen Träger. Genug meditiert. Mineralienfeldforschung abgeschlossen. Der Kampf ist um, wird unser sein. Raid durchgeführt. Der Kampf ist um, wird unser sein. Ihr benötigt Mineralienfeld erschöpft. Prismakern online. Sock, ich habe ein Holz gebohrt. Na egal. Verwendet! Upgrade durchgeführt. Was sind Forschung? Der Kampfesruhm wird unser sein. Ich brauche unbedingt mehr Gas. Was ist das für ein Spiel, ey? Wir sind eins mit den Schatten. Bündelt das Licht Ayurs. Der Kampfesruhm wird unser sein. Benötigen Unterstützung. Nicht genügend Energie. Ich habe überall Gas genommen. Nee. Wir werden Rache. Lasst unsere Feinde unseren Nicht lasst unsere Feinde unsere Verstörung. Ich habe nicht einen Träger, ey. Krieger bekämpfen den Gegner. Pylon wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Nein. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Die Zeit ist gekommen. Sumpf Soknaku Afal. Kas Arasha. So soll es geschehen. Lasst unsere Feinde unsere. Halten die aus, so viel aus, ey. Angriffe ist. Sieg. Soknaku. Eure Sonnen werden angegriffen. So soll. Phasenkristalle. Warte auf. Bündelt das Licht Ayur. Ach, ich hab kein Geld mehr. Deswegen. Kann ich nicht viel machen. Klar. Fahren wir fort. Eure Sonden werden angegriffen. Träger ein. Basis wird angegriffen. Wird. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir werden Rache üben. Pylon wird angegriffen. Wird Phasenkristalle aufgeladen. Pylon wird angegriffen.
volle Systemleistung. Der Feind rückt näher. Sognaku Afal. Tja, wie soll ich das noch gewinnen? Phasenkristalle aufgeladen. Wird ausgeführt. Underkur herrscht. Muss es probieren. Anders geht's nicht. Volle Systemleistung. So, kannst du abbauen. Und abbauen. Wir werden Rache üben. Jeder verlorene Interceptor so ist scheiße. So soll es geschehen. Energie bei 100%. Kalibriere. Beginne Vernichtung. Zum Sieg. Wir dienen der Kala. Zum Angriff bereit. Die Zeit ist gekommen. Sarakunul. Nach Asun. Fahren wir von Unanakau. Wir sind bereit. Zum Angriff bereit. Der Sieg wartet. Der Sieg ist unser. Sarakunul. Fahren wir fort, bereit für den Sieg. Das Ende ist nah. Noch länger. Halt ein FPV aus Chitty. Da war der Switch auf Flieger viel zu spät. Es war aber trotzdem ganz schön enger. Ich meine, Ressourcen nicht so sehr verloren und wäre es eigentlich gegangen, glaube ich. War schwierig. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum 50. Und ja, sage ich bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.